Feldmäuse nennen sie sich, die Oldtimer-Schlepperfreunde Rhein-Hunsrück. Ein noch junger Club von Besitzern und Freunden alter Ackerschlepper und Landmaschinen, vornehmlich aus der Region des Dreiecks von Rhein und Mosel. Ihr Ziel? Der Erhalt, die Pflege und das Restaurieren von alten und selten gewordenen Ackerschleppern und Landmaschinen, vornehmlich von solchen, die früher in unserer Region Mittelrhein und im Vorderhunsrück in der Landwirtschaft und im Weinbau eingesetzt wurden. Bei der Beschaffung, Pflege, Erhaltung, Instandsetzung, Restaurierung und fachgerechten Bedienung von alten Ackerschleppern und Landmaschinen unterstützen sich die Mitglieder gegenseitig und tauschen ihre Erfahrungen untereinander aus. Vorsitzender des Vereins ist Willi Schut aus Spey. Stammtisch jeden ersten Freitag im Monat in Spey im Grünen Brunnen. Ganz seltenes Stück, gehört der Familie Leo Link aus Wolgen. Und wie der Leo mir erzählt hat, und es ist auch hier verbrieft, ist der Traktor, dieser Lanz Bulldog, das ist ein Acker Bulldog, ist der schon zeitlebens in der Familie. Rosi, hol dir mit dem Traktor ab. La 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 la. Toll! Hier haben wir einen kleinen Traktor, der hat praktisch dann in den 50er Jahren oder ab der 50er Jahre das ein oder andere Pferd ersetzt, das ein oder andere Kuhgespann ersetzt. Ihr habt jetzt 3 Tage dieses Fest organisiert. Seid ihr mit dem Verlauf zufrieden? Wir sind sehr zufrieden. Wir sind sehr zufrieden mit der Anzahl der Traktoren, die hier waren. Wir sind sehr zufrieden mit der Anzahl der Gäste, die hier aus dem Mittelrheinraum und Moselraum und Westerwaldraum hier gewesen sind. Und Taunus, nicht zu vergessen, hier gewesen sind. Ja. Wie viele Traktoren waren das insgesamt? Mit den Traktoren, die von den Clubmitgliedern gestellt worden sind, sind es also ungefähr 250 Traktoren gewesen. Der Traktor, auf dem wir jetzt sitzen, gehört Ihnen. Baujahr 55, habe ich gelesen. Ja. Ja, das Baujahr 55, der gehört mir. Das war mein erster Traktor, den ich mir zugelegt habe, den ich auch selber so in die Verfassung oder gebracht habe, wie er jetzt aussieht. Der sah ursprünglich nicht so gut aus, war aber fahrfähig. Und der stammt auch aus dem Hunsrück in der Nähe vom Flughafen Hahn von älteren Leuten. Das war der erste, den ich bekommen habe. In der Zwischenzeit habe ich 8,5, sage ich immer. Weil ich von einer Sorte 2 habe, ein Hinterteil und ein Vorderteil, die müssen nur noch zusammengefügt werden. Dann gibt das ein Ganzer. Gell? Das ist jetzt Vorpumpen vom Kraftstoff. Und wenn ich den dann so anhebe, Vorpumpen für die Ölschmierung. Das braucht er beim Start. So, die Starterknopf, vorglühen. Da sollte ein Lämpchen rot werden dann hier drin. So, eine knappe Minute muss man da dran ziehen. Dann wird eine Glühkerze im Motor rot glühend. Und wenn da dann der Diesel dran kommt, dann fängt er an zu laufen. So. Gute Heimfahrt! Tschüss! Ganz herzlichen Dank.
noch viel Spaß mit diesem tollen Hobby. Und danke. In 2 Jahren sehen wir uns spätestens wieder. Ich würde mich sehr freuen.